Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in die Notino Volume Up Unleash Your Hair's Potential Box hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 24,60 Euro kostet das Schätzelein. Ich habe euch die Korean Box, glaube ich, schon vorgestellt. Die hier habe ich mir dazu bestellt, damit ich halt auch irgendwie auf den Mindestbestellwert komme, um die ganze Geschichte versandkostenfrei zu bekommen. Und das ist die Notino Box Nummer 7. Okay, das wusste ich gar nicht, dass es da unterschiedliche Versionen dann quasi gibt. Also weiß ich nicht, von wann die dann sein wird. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal zusammen rein. Ich hatte das einfach bei meiner Adventskalender-Recherche gesehen, dass Notino sowas auch anbietet. Und man findet bei Notino halt sowohl High-End als auch Drogerieprodukte, ne? Und die Boxen finde ich extrem schön, mag ich sehr gerne leiden. Das ist echt hübsch, ne? Und ja. Eine glückliche Lady mit Walle-Walle-Haaren. Elevate Your Hair Game steht hier so drin, wenn man das aufklappt. Und dann haben wir hier auch nochmal einen 10% Gutschein, was ich schön finde. Und hätte ich den vorher gehabt, ne? Das wäre ja was gewesen. Das ist hier aufgebaut wie auch bei der anderen. Let's see what's inside steht auf dem Klebi. Dann haben wir hier auch ein Seidenpapier. Es ist schon schön gemacht, ne? Hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Und hier sehen wir auch direkt ein Produkt. Ich wollte mir tatsächlich just mir gerade noch eine Bürste kaufen, weil wir haben hier oben auch ein bisschen renoviert, sodass ich hier oben auch ein Badezimmer habe, was ich jetzt benutze. Und da habe ich auf dem Einkaufszettel noch stehen eine Klobürste, eine Haarbürste, nicht zu verwechseln. Ein Haartrockner wollte ich hier oben auch mal einfach deponieren. Und noch so dies, das Ananas. Und hier habe ich tatsächlich auch einen ein Tangle Teaser on the go Detailing Hairbrush. Finde ich super. Ne? Dann habe ich den hier auf jeden Fall. Ich war schon kurz davor, mir einen zu bestellen. Muss ich jetzt also nicht machen. Finde ich großartig. Schreibt Schatzi. Genau. Den finde ich hübsch. Ich mag Tangle Teaser. Das hat, die haben eine gute Qualität. Und ich mag das vor allem, dass diese Bürstenhärchen nicht so pieksig sind und gleichzeitig, dass sie nicht so weich sind. Also bei mir funktioniert es halt sehr, sehr gut. Ich habe dadurch sehr wenig bis, ja, schon ein bisschen Haarverlust hast du immer, ne? Dann habe ich hier das nächste und zwar von Schwarzkopf Bonner Cure, das Moisture Kick Spray Conditioner mit Glycerol. Das ist cool. 200 Milliliter sind hier drin. Das ist eine echt große Größe. Da habe ich dann so ein bisschen was als Leave-In Conditioner hier, was ich super finde. Und da sieht man richtig auch die zwei Phasen. Also man muss es halt schütteln, ne? Ansonsten separiert sich das Ganze dann voneinander. Und ja. Sowas verwende ich gerne einfach nach dem Duschen. Super, beide Produkte mag ich gerne. Ein Bau Scrunchie Hair Collection von Notino selber habe ich hier drin. Okay, ja, ein Haargummi quasi. Ja, das ist einfach, finde ich jetzt nicht so mega. Es ist so ein Scrunchie. Ne, mit so einem Schleifchen dran. Ja, es ist süß, aber jetzt nicht unbedingt was für mich, weil ich trage meinen Bommel halt gerne oben. Und das sieht dann auch ein bisschen weird aus. Also das ist nicht ganz so meine Welt. Nee, da habe ich andere, die ich lieber mag. Ne? Gerne auch bunt, das ist auch so meine Welt. Aber das ist jetzt nicht so mein Vibe. Der wird weiter. Okay, dann habe ich hier als nächstes etwas drin von Londa Professional Velvet Oil, Lightweight Oil mit Arganöl und Vitamin E. Das sind 30 Milliliter hier drin. Einfach ein schönes Haaröl mit dabei. Ach, das ist echt gut. Das ist einfach, um die Haare zu pflegen, für die Längen und Spitzen. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich verwende sowas am liebsten quasi am Morgen, wenn ich abends meine Haare wasche. Ne? Also quasi am Hair Wash Day selber. Und ja, weil das halt auch gerne dann nicht so gut aussieht und ich mir dann zwischenzeitlich einen Bommel mache und dann habe ich das irgendwie und dann sieht das halt aus, als hätte ich total fettige Haare. Also mache ich mir das lieber wirklich am Hair Wash Day rein. Aber schön, Haaröl kann man auf jeden Fall gebrauchen. Nochmal von Schwarzkopf Bonner Cure habe ich hier das Moisture Kick Shampoo mit Glycerol. 250 Milliliter sind hier drin. Auch sowas kann ich echt gut gebrauchen. Also Feuchtigkeit für die Haare ist immer eine gute Sache bei mir. Jetzt Richtung Sommer definitiv. Also wir sind ja noch im Sommer, auch wenn es jetzt gerade nicht mehr ganz so warm und relativ feucht draußen ist oder nass vielmehr, also Sturzbäche. Aber nö, sowas kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, ich hatte das auch mal irgendwie in klein da oder so. Riecht unglaublich gut. Also ist halt wirklich so ein Friseurprodukt, das, ne, also Friseurqualität, würde ich jetzt mal so sagen. Die Dinger mag ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne. Das sind diese Invisibobble Wavers. 3 Stück sind da drin. Ja, brauche ich jetzt halt nicht so, ne? Ich mache mir jetzt nicht so die Ultra-Frisuren. Dementsprechend, ja, nö. Hm.
Dann habe ich hier eine Haarmaske drin von Apivita. Express Beauty Hair Mask, Hyaluronsäure haben wir hier am Start. Soll Feuchtigkeitsspendend sein, 20 ml sind in dem Sachet. Das werde ich definitiv auf zwei Anwendungen aufteilen können. 3 bis 5 Minuten lässt du das dann in deinen Haaren und kannst es dann auswaschen. Was steht hier? 10 bis 20? Warte mal. Apply 3 bis 5 Minuten, dann ausspülen. Und wenn du es noch intensiver haben willst, okay, dann machst du das halt 10 bis 20 Minuten und machst es dann halt in einem Haarturban. Ja gut, aber nee, das ist nicht so mein Vibe, weil da musst du ja theoretisch zweimal duschen. Das finde ich immer ein bisschen... Dann habe ich hier Style Stories, ein Texturizing Dry Shampoo. Trockenshampoos ist leider nichts für mich. Alpha Parf Milano. Okay, 200 ml sind hier drin. Trockenshampoo, wie gesagt, nicht ganz so mein Vibe, wird nicht bei mir bleiben, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, man konnte auch online sehen, was in der Box drin ist, ne? Aber ich persönlich bin halt total Fan von diesen beiden Teilen, finde es großartig, dass sie drin sind. Auch die Haarmaske finde ich ganz interessant, Tangle Teaser sowieso richtig geil. Und das Haaröl wird auch bei mir bleiben, weil ich das gut finde. Also ich finde es interessant. Und das wäre jetzt einmal die Haarbox gewesen. Ich persönlich fand die K-Beauty-Box um Längen besser. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Box fandet und ob ihr schon mal Notino-Boxen ausprobiert habt, wie ihr die so empfunden habt, ob ihr die empfehlen könnt und ob ihr wisst, wie oft die rauskommen. Gar keine Ahnung. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.